Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Ja, für mich ist das jetzt schon das zweite Mal, ja, dass ich hier weitermache. Eigentlich das dritte Mal. Wir haben ihn ja schon mal versucht zu besiegen, den Boos, ne? Hab aber dabei unabsichtlich einen Piraten verletzt. Und daraufhin sind wir besiegt worden. Das sollte jetzt nicht mehr sein, nach Möglichkeit. Ich werde mich bemühen. Auf jeden Fall, ich musste diesen Part schon mal löschen. Insgesamt 4 Risen Parts und 4 Raft Parts, weitere 4 Raft Parts, ja. Weil mein Headset eingegangen ist und ich habe das nicht mitbekommen. Da es so super funktioniert hat, nur als ich schneiden wollte, gab es nur mehr ein ganz fieses, gemeines, nervendes Rauschen und das ist nicht verkraftbar gewesen und deshalb musste ich die ganzen Parts löschen. Jetzt habe ich ein neues Headset, vielleicht hört man es auch an der Stimme, ich glaube, es ist ein recht gutes. Ich bin momentan noch zufrieden, sehr zufrieden. Es schaut auch vom Kabel her sehr qualitativ hochwertig aus, also ich glaube nicht, dass ich in naher Zukunft Probleme mit Kabeln haben werde oder so. Und ich hoffe auch, dass dieses Headset länger lebt als mein altes. Gut, das zudem. Also wieder mal ein technisches Gebrechen bei mir. Ist halt eine Let's Player oder sagen wir generell eine YouTube-Krankheit. Ne? YouTuber-Krankheit. So. Alles, was mit Technik, PCs zu tun hat, ne? Ist halt irgendwann mal im Eimer. Nichts hält ewig. Okay, schön. Dann müssen wir es jetzt nochmal machen. Also gut, die Jungs versammeln sich beim Feuer. Gut, die Jungs versammeln sich beim Feuer. Ja. Alles klar, feiern wir mit ihnen. Ein letztes Mal. Ja. Und? Schmeckt der Rum? Was soll das? Warum passiert nichts? Guck dich um. Das sind deine Kameraden, deine Freunde. Sie wollen mit dir trinken. Du hast mich verarscht. Das war kein Gift. Gift? Wieso Gift? Er wollte uns Gift geben? Ihr solltet alle tot sein. Hörst du dir selbst noch zu? Niemand ist dein Feind. Komm zu dir. Nein, das ist nicht wahr. Sie weiß es. Sie hat mir gesagt, ich soll... Sie? Du hast sie doch nicht mehr alle. Wer ist sie? Das verstehst du nicht. Nein, Verrat überall. Du bist an allem schuld. Ich werde euch alle umbringen. So, jetzt reicht's. Ich prügel den fremden Einfluss aus dir raus. Dann komm her. Du bist so gut wie tot. Autsch. So, jetzt sind wir dran. Ich hoffe, es gelingt mir diesmal besser, ihn zu verhauen. Na, schaut aber nicht so schlecht aus. Was mich halt richtig ärgert ist, wie gesagt, dass man das jetzt nochmal machen muss, müssen. Ich jetzt halt schon auch zum dritten Mal. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das gar nicht gut hinhaut. Ich krieg fast kein Damage, warum? Jawohl, den haben wir aufgehalten. Naja, halb ist schon mal... Okay. Was denn? Falsche Richtung, Freund. Das sind die Piraten. Da werden wir gleich wieder einen hauen, wenn es so weitergeht. Da muss ich ein Stück weglaufen. So, schnell, genau. Ja. Da war kein Wasser. Steck ihm den Finger ins Auge! Alter, wieso sollte man denn das machen? Das tut ja weh. Die haben Ideen. So, gleich ist erledigt. Hoffentlich. Jawohl, einmal noch. Sehr gut. Bewusstlos, ich wollte schon sagen, hat dann jetzt. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich hat er dann jetzt halt umgebracht, ey. Das hat so nach einem Finishing-Move ausgeschaut, der eigentlich tödlich sein sollte. Was war das? Und? Wie geht's dir, Alter? Wie? Wo bin ich? Woran kannst du dich erinnern? Ich,
wir sind nach Kila gefahren mit Patty. Und dann... Dunkelheit. Was ist? Was ist passiert? Du warst ganz schön mies drauf. Aber der Rum zusammen mit den Schlägen hat dir offenbar gut getan. Oh, mein Kopf. Du solltest dich aufs Ohr hauen. Ist vielleicht das Beste. Ich überleg's mir. So. Schön. Die Sache mit Buß hast du ja prächtig hinbekommen. Ja. Nicht der Rede wert. Genau. Und darum bist du genau der Richtige für einen weiteren Gefallen. Seit wir hier vor Anker gegangen sind, gehen mir die Bräute, die Frauen der Eingeborenen, nicht mehr aus dem Kopf. Und da dachte ich mir so, Harry, dachte ich, dieser Neue, der kann dir da sicher unter die Arme greifen. Mhm. Wenn dir so viel dran liegt, kann ich mich ja mal nach einer Frau für dich umschauen. Wenn dir so viel daran liegt, kann ich mich ja mal nach einer Frau für dich umsehen. Echt? Klasse! Ja, aber jung und hübsch muss sie sein. In deiner Situation wäre ich nicht so wählerisch. Naja, ich meine ja nur, weil... Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Ja, ja. Klar. Na dann. Ja. Ich überlege gerade, da ich mich jetzt selber ein bisschen gespoilert habe, ich glaube, die Parts kriege ich nicht mehr so 1:1 hin, wie als Unwissende. Ja. 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 Ich überlege gerade. Ich versuche es einigermaßen so zu machen, wie ich es in den Parts zuvor gemacht habe. Also die verbotenen Früchte haben wir jetzt bekommen. Das heißt, wir sollen eine Eingeborene zu ihm bringen. Werde aber auch gleich versuchen, hier diese Blume gleich mitzumachen. Die ist nämlich in der Nähe vom eingeborenen Dorf, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau da. Okay, dann machen wir das mal. Okay, so. Wir bauen uns mal hier hin, schön sauber. Da können wir eine Feuerblume mitnehmen. Gut. Welchen Vorteil ich jetzt habe, ist natürlich, dass ich schon weiß, wie es jetzt weitergeht. Ich kann somit einige Ressourcen sparen versuchen. Ich habe auch erstaunlicherweise den Kampf mit Buß recht gut hinbekommen, ohne abermals daran besiegt zu werden. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Wie ging es schnell zu der Dame? Ich glaube hier runter. Ich glaube hier rüber. Und ich glaube darüber. Glaube ich, hoffe ich. Ich hätte es jetzt auf der Karte markieren können, aber ich versuche es jetzt nochmal so. Ja, da sitzt sie schon. Da ist sie, unsere hübsche Miyamiti. Hallo. Halima Miyamiti? Mhm. Was hast du gesagt? Si. Miyamiti Chakeke. Miyamiti Taka Onaguchos. Piraten? Sehe ich das richtig? Du willst zu den Piraten an den Strand? Si. Was will eine Eingeborene bei den Piraten? Eine Frau unter Piraten? Keine gute Idee. Was willst du bei den Piraten? Was will eine Eingeborene bei den Piraten? Guchos Sheshu. Piraten hübsch. Du stehst auf Piraten? Oh Mann. Die hat wohl zu lange in der Sonne gelegen. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube nicht, dass dein Plan eurem Häuptling gefallen wird. Chaka Hiruto ona Papai. Mir mit die eigene Kopf. Na, großartig. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kila im Nacken. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kila im Nacken. Tavu yala yala? Abhauen? Glaub mir, einfach hier rauszurennen klingt nicht nach einem Spitzenplan. Wenn ich dir helfe, dann nachts. Dann haben wir die besten Chancen. Tavonga gucho. Folge mir, ich bringe dich ins Piratenlager. Folge mir, ich bringe dich ins Piratenlager. Kapu Kamil Emerkoto.
Ja, ja, ich pass schon auf, dass eure Wachen uns nicht sehen. Miamiti Onomuleke. Still jetzt. Verhalte dich unauffällig. Wir sollten den Wachen besser aus dem Weg gehen. Ja, dann nehmen wir noch hier den Silberteller mit und die Gabel. Ich glaube, blumentechnisch war, glaube ich, nichts. Doch, hier. Ein Goldklee. BC. Jetzt könnten wir noch schnell schauen. Na, ich glaube, da porte ich mich nochmal extra her. Wir können jetzt direkt uns ins Piratenlager porten. Das haut schon hin. Das hat zumindest letztes Mal auch funktioniert. Also wir porten uns mal hin. So, da ist sie auch schon. Und können direkt... Harry war, glaube ich, da oben, ne? Da steht er. Direkt zu Harry gehen und die Quest abschließen. Das geht ganz prima. Oder? Auch nicht? Hier warten. Nein, dann müssen wir doch zuerst zum Eingang des Piratenlagers laufen. Oder so. Okay. Ist Freund. Okay, scheinbar bist du zufrieden. Gucho Halima Miamiti. Tabulele Kipava. Du willst mir was schenken? Danke. Pass auf dich auf. Genau, da, um das ging's, dass sie hier automatisch. Miamiti Tosheka. Glücklich. Ja, genau. Das freut mich, dass sie hier automatisch zu sprechen beginnt, damit die Quest abgeschlossen ist. Hallo Harry, wir haben deine Dame was gefunden. Was hältst du von Miamiti? Die Perle der Südsee, die du hier angeschleppt hast? Genau die. Mit ihr einen Rum unter Palmen schlürfen. Tag und Nacht. Verwöhnt werden. Glaub mir, so läuft das mit ihr nicht. Dann hilf mir. Ich bin einfach zu schlecht im Süßholzraspeln. Kannst du mir nicht eine Blume oder so besorgen? Am besten so eine blaue. Da fahren die Weiber sicher drauf ab. Und zufälligerweise haben wir auch eine dabei. Ich bring dir die Blume. Okay, ich besorg dir eine Blume. Aber du machst gefälligst den Rest. Abgemacht. Und was die Blume angeht, frag mal Cunningham. Kann zwar kaum einen Säbel halten, aber hat den Durchblick, was Pflanzen angeht. Und das werden wir auch machen, um eventuelle Bugs zu vermeiden. Zwar haben wir die Blume schon im Inventar. Aber wir werden trotzdem, also zuerst mit ihm quatschen und halt darüber. Und damit wir eben Bugs vermeiden. So, servus. Eine Frage, warte, kommst du mit deinen Forschungen zurecht? Das zuerst. Kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ihr mit euch brachtet. Es mag euch seltsam vorkommen, aber würdet ihr euch bereit erklären, einem Gedicht zu lauschen? Klar, fang an. Du wirst dir wohl einen anderen Zuhörer suchen müssen. Na, fang an. Klar, fang an. Ihr seid so gütig? Nun denn. O, holde Schönheit ferner Länder. Mir fällt gerade ein, ich habe doch keine Zeit. Zu schade. Aber auf bald, mein junger Freund. Ja. Du hast da einen Fleck auf dem Tisch. Ich will gar nicht wissen. Nein, ich frage lieber nicht. Ich habe noch ein paar Fragen. Doch, ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Aber nicht das. Zwecks blauer Blume und so. Kannst du mir sagen, wo besondere Blumen wachsen? Nun, ich empfehle euch, dort zu suchen, wo ein niedriger Luftdruck herrscht. Niedriger Luftdruck? Anders formuliert. Ihr müsst in luftigen Höhen Ausschau halten. Sucht die Behausung der Eingeborenen auf. In ihrer Nähe werdet ihr gewiss fündig. Hier wächst scheinbar jede Pflanze in den Bergen. Nicht jede, aber die besonderen Exemplare schon. Na, großartig. Danke. Das wollte ich nämlich, das wollte ich in Erfahrung bringen. Und jetzt können wir die blaue Blume abgeben, bedenkenlos. Ah, du willst auch was von ihr? Was denkst du über Miamiti? Was denkst du über Miamiti? Naja, eine Nacht mit ihr in einem der Wasserfässer könnte ich mir schon vorstellen. Ein Romantiker. Klar, ich weiß doch, wie man mit Frauen umgehen muss. Wir Piraten haben überall eine Braut sitzen.
Also ich jetzt weniger, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. Ja, dann sagen vielleicht alle Burschen was zu ihr. Dann fragen wir auch gleich mal ihren Stammesbruder. Da liegt ein Fusel. Danke. Mach dir keine Sorgen um Buß, das hat sich erledigt. Ach so. Mach dir keine Sorgen um Buß, das hat sich erledigt. Dann braucht Buß Sadeks Hilfe nicht mehr? Ich denke nicht. Gut. Sadek freut sich, bald wieder richtige Planken unter Füßen spüren zu können. Komm mit mir, ich will dich in meiner Crew haben. Ja, das wär super. Komm mit mir. Ich will dich in meiner Crew haben. Gut. Gucho hat ein Schiff? Noch habe ich kein Schiff, nur eine Schaluppe. Ich habe noch kein Schiff, nur eine Schaluppe. Dann wird Sadek warten, bis Gucho soweit ist. Okay. Komme wieder, wenn du ein großes Schiff hast. Dann wird Sadek anheuern. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Danke. Hoffentlich kommt Mut nicht auch mit in die Crew. Da muss ich, glaube ich, 3 Tage durchweilen. So, was ist mit dir? Rumheilt. Ah ja, rumheilt. Eile Wunden, jawohl, sonst ist es die Zeit. Messer werfen, der sagt nichts über Milan, Mia, Lina, da, die Eingeborene. So. Und Äffchen, und du? Etwas Tafelsilber, kann man Della abgeben? Ich habe hier etwas Tafelsilber. Einmal Della. Danke. 80 gut, das ist schön. Geld kann man immer brauchen. Sie ist noch immer glücklich. Ja, das ist gut. Servus, Harry, da habe ich eine Blume für dich. Hier hast du deine Blume. Jetzt geh und mach ihr den Hof. Danke, Alter. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Hier, das ist für dich. Du hast es dir verdient. Wow, danke. Na dann, gutes Gelingen. Hallo, du... Kapu-Sheko? Ich bin blau. Also blaue Blumen, meinte ich. Ich hab hier eine für dich. Uwamba, Gucho Moleke Kipavata Miamiti? Ja, genau. Du und ich. Wie wäre das? Ist das ein Ja? Oh Mann, klasse! Ja. Eine Blume lässt Frauenherzen höher schlagen. Sehr gut. Und der ist am Pennen. Mach, dass du Land gewinnst. Arr. Ja. Ich wollte nur nachfragen. So. Gut. Wo wir ja schon bei Blümchen sind, ne? Die beiden gehen jetzt, glaube ich, zum Strand und schauen sich den Nachthimmel an. Und das Meer ist ja wirklich schön, ne? Wir müssen zurück zu den Eingeborenen und die nächste Blume holen, nämlich die da. So, also nochmal Porten. Ich wollte es jetzt nur nicht riskieren, dass wir die eine Quest da jetzt mit Miamiti ruinieren. Deshalb habe ich das jetzt vorgezogen. Da wir zum Glück eh einen Reisepunkt haben, ist das jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Ich überlege gerade... Na, da wäre besser rüberlaufen. So fliegen können wir nicht, weil der Papageienflug ist zwar cool, aber er hält halt nur sehr schmächtig. Ja, wir können nicht allzu hoch fliegen damit, zumindest noch nicht. Vielleicht geht es später mal. Aber momentan nicht. Davon haben wir, glaube ich, Blaukrallen, also Äffchens, zum Besiegen. Los da! Wenn wir Glück haben, hilft uns Bones ein bisschen. Jawohl. Au. Ein Gorilla haben wir auch da. Den werden wir auch plätten. Dann kriegen wir auch wieder ein schönes Fell. Da. Wow. Bin zurück. Au, au, au. So, ist besser. Okay, jetzt haben wir unabsichtlich den Gorilla getriggert. Ich sollte mal ein Stück davon laufen, glaube ich. Das war nicht gewollt, den Gorilla zu pullen. Au, au, au.
Sag mal, ist jetzt diese Blaukralle gleich mal erledigt? Weil das geht so nicht mehr lange gut. Ja, ich glaube, jetzt hat das bisher dann besiegen müssen. So, jetzt aber. Feste drauf. So. Oh. Na, nicht du. Geh weg. Der macht mich da noch hin. Bitte, Bones, mach du. Ja, boah, Glück gehabt. Ich wollte die Erfahrungspunkte jetzt nicht verlieren. Puh. Okay, das war jetzt mehr Glück als sonst was. Okay, passt. So, war hier eine Blume? Ich glaube nicht, ne? Nein. Wir können jetzt den Papageienflug einsetzen und müssen darüber zu dieser Ruine. Da gibt es gleich mehrere Sachen für uns und noch obendrein was Tolles, Tolles. Das heißt, wir setzen den Papageienflug ein. Ich warte hier auf dich. Ja, bitte. Das wäre sehr nett. So. Dann wächst hier, glaube ich, die Blume, die wir suchen. So. Und hier gibt es ein kleines Rätsel, einen Drehschalter. Da müssen wir nämlich auch rein. Und hier bei diesem Rätsel. Wähle die Steinkreise zum Drehen und setze das Muster wieder richtig zusammen. Fortsetzen mit linker Maustaste, ja. Da haben wir eben die Scheibe auswählen mit W und S geht das und die Scheibe drehen mit A und T. Probieren wir es einmal, ne? Vielleicht soll ich die ganz äußere mal versuchen. Ja, so passt sie schon. Sehr gut. Mal ein bisschen hin und her probieren. Sehr gut. So, hier gibt es ein paar tolle Sachen. Einmal altes Wissen, 2 Stück. Dann für unseren Proviant, 2 Pilze. Dann haben wir hier eine Schattenklinge. Eine Königsmaske. Dann Jadesteinchen. Und noch eine Truhe für uns. Und das heißt, diese Schattenklinge ist tatsächlich eine neue Klinge für uns. So, jetzt aber. Ja, passt. Jetzt haben wir es geöffnet. Das ist nicht schlecht. Und dann haben wir noch Kristallnadel, Goldwert 150, Pistole, Einschüchtern, Alchemie und Astralsicht wird erhöht, Silberzunge und Taschendiebstahl wird verringert. Eine in Gold gefasste, geschliffene Kristallnadel. Warum wird Silberzunge und Taschendiebstahl gemindert? Weil wir das, wenn wir es anziehen, müssen wir ja quasi das Schmuckstück hier wechseln und deshalb verlieren wir dann Silberzunge und Taschendiebstahlbonus und bekommen dafür die 4 anderen, was hier auf dieser Kristallnadel drauf ist. 2 Goldmünzen sind drin und 5 magische Kristalle und einmal Hauer. Ja. Nehmen wir alles mit und selbstverständlich rüsten wir auch auf der Stelle unser neues Waffel aus. Die Schattenklinge. Goldwert 80, Schaden 20 bis 40 zum Vergleich. Der Krabbenstecher 15 bis 30, also ist schon mal ein bisschen mehr. Fähigkeit Schwerter beeinflusst Schaden. Schwerter 5 plus 0, weil der Krabbenstecher hat das gleiche. Die schwarze Klinge wurde im Schattenreich geschmiedet. Sehr gut. Hauptsache sie ist uns nützlich. Passt. So, das zu dem. Jetzt müssten wir hier wieder hin. Aber mit dem Papageienflug können wir nicht so hoch fliegen, dass das klappt. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder zurückporten zum Eingang, weil hochlaufen bringt es ja auch nichts wirklich. Na, da habe ich auch noch nicht geschaut, was da unten ist, glaube ich. Müsste ich auch mal hin. So, wir gehen jetzt die Burschen abholen, weil sonst bleiben sie nämlich hier stehen, bis wir sie holen gehen. Halt. Ah, ja. Kamil will wissen, ob du gesehen Miyamiti. Was? Wer ist das? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe sie ins Piratenlager gebracht. Nein, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hoffe, du belügst mich nicht. Niemals. Karaka! Ihr Guchos landen auf Kila. Probleme kommen. Aber. Geh nun. Moment, ich muss kurz das Headset verschupfen. Mein Ohr. Ah, so. Jetzt. So, lala. Ein Schluck können wir uns genehmigen. Vom vielen Laufen sind wir eh durstig. So, Prost. Frisches Regenwasser. Sehr bekömmlich. Mit ein paar Mückenlarven drinnen. Hervorragend. Hat man auch eine Fleischbeilage. So, jetzt gehen wir die Burschen holen.
Die müssen normalerweise da drüben sein. Tap, 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 tap. Mal looken. Da sind sie, genau. Hi Burschen, kommt's wieder mit? Sehr gut. Jetzt können wir uns wieder zurück ins Piratenlager porten. Oder warte kurz. Ah, ich glaube, da werden wir es optimieren. Warte, damit wir nicht wieder uns hierher porten müssen. Und zwar, warte, wo war denn das mit dem Zepter? Öffne das große Tor, die Nervensäge, na, das war sie nicht, na nü. Nur die Hälfte wert passt auch nicht. Der Kuss des Todes, da war es, genau. Neue Verbündete, der Kuss der Toten, das Zeichen der Ahnen, genau. Symbol aus Jade. Symbol der Stärke. Symbol der Seherin. Genau. Spinnenbein haben wir ja schon. Und jetzt können wir die hier verbinden. Ich muss nur gerade überlegen. Mussten wir da nicht irgendwelche Tafeln? Warte mal. Mussten wir nicht noch da irgendwelche Tafeln besprechen? Glaube nicht. Das hatten wir dann schon wohl, ne? Ja, das passt schon. Okay. Dann können wir uns wieder zurückporten. Oder warte, ich überlege gerade immer fort, vergesse ich jetzt wohl nichts. Da gibt es ein Ding. Dann gibt es da noch ein Ding. Zwei waren, glaube ich, hier. Und eins war, glaube ich, da. Ich glaube, das passt schon. Können wir uns schon porten. Passt schon. Passt schon. So. Grüble und studier. So, gehen wir Blümchen ab. Dann werden wir vielleicht machen, dass es wieder Tag ist. Also sprich, einmal pennen gehen. Einmal schlafen gehen und dann geht's uns wieder gut. Ja, der Schnachtbus. Hallo, hier ist die Pflanze, die du wolltest. Ist das die Pflanze, die du wolltest? Unglaublich. Mhm. Ihr habt sie bekommen? Sehr gut. Das beflügelt geradezu meine Sinne. Jetzt ist es mir endlich möglich, daraus ein Elixier zu extrahieren, das... Okay, ich lass dich dann mal allein. Halt! Nicht so schnell, ihr wollt doch sicher eine adäquate Belohnung haben. Schlecht, was nicht? Nehmt dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Der redet wohl auch, wie ihm der Mund gewachsen ist. Dankeschön. Wir legen uns mal kurz dahin. Bis zum nächsten Morgenpennen. So, einfach nur, damit es hell wird. Genau. Und jetzt gehen wir... Nein, machen wir nicht. Wir reden jetzt nicht miteinander. So, tschüss. Und zwar müsste jetzt alles, was wir brauchen, oder das meiste, da drüben zu finden sein. Das heißt, wir rennen auch gleich dorthin für das Zepter, ne? Weil das machen wir jetzt als nächstes. Und werden gleich mal die Hornmuscheln holen. Ich bilde mir ein, ich muss jetzt einfach ums Eck herumschwimmen. Und dann passt das schon. Ich glaube, vom Berg aus darüber klettern geht es vielleicht auch, aber ein angenehmes Bad im Salzwasser, im Meerwasser tut uns ja auch gut. Das reinigt die Haut ganz schön, das passt. So. Blanche, 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 Blanche. Blanche, 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 Blanche. So, das müsste jetzt hier sein. Wir können auch etwas schneller schwimmen. So, 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 so. Hier an diesem Stück hier müssten... Hier, genau, die Hornmuscheln sein. Und in einer Hornmuschel gibt es die Perle, die wir suchen. So, ich denke aber mal, das werden wir im nächsten Part machen. Ich will nur mal schauen, was da oben ist. Weil das habe ich beim letzten Mal nicht erkundet. Ein Jaguar. Sollen wir denn noch klatschen? Können wir noch machen eigentlich, ne? Kann man noch ein schönes Fell. Wir brauchen ihr Geld. Au! Ohne Ende.
mit Bones an unserer Seite hat das Katzenviech sowieso keine Chance. So. Dankeschön für dein Fell. So, hat er da noch irgendwas? Weil das habe ich letztes Mal nämlich vergessen. Oder gar nicht mitbekommen, dass darum was ist. Na, passt alles. Okay, ich würde sagen, wir beenden den Part. Im nächsten sammeln wir weiter Hornmuscheln. Und können dann schon mal versuchen, diese gute Perle zu kriegen. Ja. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!